Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Train Simulator. Heute sehen wir uns die ehemalige ÖBB 1822 an, die letztes Jahr von RSSLO veröffentlicht wurde. Wir fahren auf der Strecke Bruck an der Mur Maribor, und zwar von Maribor Teschno, das ist der Verschiebebahnhof südlich von Maribor. Fahren wir bis nach Leibniz über die Grenze, wir werden also ein Stromsystem durchführen. Und ja, dort endet auch schon das Szenario. Ja, was gibt's da zu der Lok zu sagen? Mittlerweile gehört sie zu Adria Transport. Das ist ein Subunternehmen der Graz-Köflacher Bahnen. Finde ich eine interessante Trivia. So, von der ÖBB zur GKB. Ja. Mittlerweile gibt es nur zwei dieser Loks. Ich glaube, die 01 und die 04, wenn mich nicht alles täuscht. Und beide müssten dieses blaue Farbschema tragen. Was ich auch interessant finde. Das rote war zwar auch schön, aber ja. Ja, die typisch für RSSLO sind die Sounds eher mittelmäßig. Aber Rival hat zum Glück Hand angelegt und ein bisschen was nachgebessert. Danke dafür an dieser Stelle. Ja, das Modell ist natürlich auch typisch für RSSO recht hübsch. Es gibt alle drei Stromabnehmer, die vorderen und hinteren für Slowenien bzw. Italien früher. Und der mittlere für das österreichische Stromsystem. Ja, was gibt es noch hier zu sagen? Die ist für 140 zugelassen in Österreich und Slowenien. Da müsste, glaube ich, noch Italien stehen, außer die hat die Zulassung ist verflogen, weiß ich nicht. Kann gut sein. Da kommt etwas. Ich sehe es nicht. Ach ja, die slowenische 363. Auch eine schöne Lok, fährt sich leider nicht so gut. Sie hat einen schlimmen Bug und bevor dieser gefixt wird, kann ich die leider nicht so gut fahren. Auf jeden Fall steigen wir mal in die Lok ein und rüsten die auf. Zunächst einmal SIFA und PZB auf Modus 2. Dann können wir den Stromabnehmer heben. Der ist schon richtig ausgewählt, standardmäßig. Dann geht es jetzt hier auf 3 KV hoch. Man muss ja immer hier beachten. Und dann können wir den Hauptschalter einschalten. Das mag ich ganz gern, wie die hochfährt, so ganz leise. Und dann so ganz leise im Hintergrund passt. Und dann, wenn man die AFP hochstellt und auf vorwärts stellt, dann gehen die Lüfter ordentlich an. Das finde ich immer sehr geil. So, in Maribor Teschno ist die Beschränkung auf 35 km/h. Die PDF habe ich rechts offen. Habe ich sogar schon richtig eingestellt. Hm, cool. Dann können wir mal auf vorwärts stellen. Haben wir schon. Die Handbremse lösen. Lokbremse kurz anziehen für den Fall, damit wir nicht wegrollen. Lichter auf nur vorne, hinten brauchen wir ja nichts. Und ansonsten haben wir hier alles eingestellt, soweit, so gut. Ja, dieses Material ist so witzig irgendwie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es im Sommer extrem heiß war. So, dann können wir langsam losfahren. Betonung auf langsam, weil wir sind recht schwer. Wir fahren mit einem Güterzug. Dafür war die Lok eher nicht geeignet, obwohl sie dafür entwickelt wurde. Aber gut, ich halte mal die Schnauze und lasse die Motoren für sich sprechen. Thank you.
Ja, die Lokomotive hat auch wie die 141er eine Auf-Absteuerung. Also man hält auf, dann springt es zurück auf Fahrt. Nur, dass es hier ähnlich wie beim 4010er auch in die Bremsstellung geht. Die Lok hat eine dynamische Bremse. Die werden wir auch voll ausnutzen. Der slowenische Teil ist mein Lieblingsteil dieser Strecke. Obwohl ich eigentlich im nördlichen Teil eher so wohne, ne, in Graz, fahre ich dort eher nicht so gern. Ich weiß nicht wieso. Aber dieser Teil spricht mich einfach an. Ich weiß nicht, ob es detaillierter gestaltet ist oder einfach deswegen, weil es anders aussieht und es mich deswegen, es mir irgendwelche Urlaubsstimmung bei mir verursacht. Aber auf jeden Fall gefällt mir dieser Teil sehr gut. So, gelb blinkend bedeutet in diesem Fall 35 km/h. Müssen wir nicht bestätigen, scheinbar. Jetzt fahren wir auf die Hauptstrecke. Wir müssten eigentlich geradeaus durch, aber das Szenario ist ja auch schon älter. Das habe ich ja damals erstellt, als ich, wo ich in der letzten Folge erzählt habe, dass ich früher ganz viele Szenarios erstellt habe, die ich nie gezeigt habe. Dieses ist eines davon. Das Szenario habe ich, glaube ich, sogar an dem Tag erstellt, als die Lok rausgekommen ist. Und ja, gezeigt habe ich es nie. Deswegen fahren wir heute mal hier. Jetzt kommen die ganzen Werbungen, die ich sogar im letzten Video auch erwähnt habe. Baumax wurde zu Baubau. Finde ich zu geil. Baubau. Ja, wann dürfen wir denn jetzt eine... Hoppala. Wer kennt es nicht? Man will aus dem Fenster schauen und legt sich unabsichtlich auf den Boden hin. Das passiert mir auch ständig. Ja, jetzt sehe ich nicht von die weichen Enden. Blöd. Blöd aber auch. So, hier ist so ein Einkaufszentrum, glaube ich. Oder ist es noch nicht hier? Ich glaube, das ist hinter der... hinter dem Fluss? Welcher Fluss war es denn nochmal? Die Drau, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Es kann aber gut sein, dass mich alles täuscht. Ja, ab jetzt müsste hier so mehr oder weniger freie Fahrt sein. Aber ich weiß leider nicht mehr, welche Geschwindigkeit in Maribor galt. War das 80? Ne, 80 nicht. 35? 50? Ich weiß es nicht. Sagt mir, hat irgendwas? Nö. Ah, da. Aber welche geht es runter? Ich kann es nicht erkennen. Ja, Professionalität hier am Start. Aber wie gesagt, dieses Szenario bin ich ewig nicht mehr gefahren. Das ist komplett ein kompletter Unterschied zu dem, was ich normalerweise mache. Normalerweise erstelle ich ein Szenario und ein, zwei Tage später spiele ich es dann für euch. 80 wird es sein, okay. Dann fahren wir auf 80 hoch. Und die Umgebung hier sieht natürlich sehr nicht sehr viel anders aus als in Österreich. Einfach deswegen, weil so viele Kuju-Objekte überhaupt überall verbaut sind. Oh. Da geht's nochmal runter. Auf 35. Interessant. Die muss man auch nicht bestätigen, da war doch ein PZB-Magnet. Na gut. Dann können wir mal die elektrische Bremse austesten. Ganz langsam gehen wir da. Hier sind die Marken. Europara ist Europa. Europark. Müller ist Mü. MM. Peak Peak. Irgendwas. Und in Rispas. Pik, 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 Olli. Hum. Was ist das? Hum. Humhuik. Humhuik. Und Herre. Das ist so geil. Sowas liebe ich. Wenn der Markenschutz so umgangen wird. Da ist auch ein bisschen Humor dabei.
Vor allem das Spar-Logo war der Baum gespiegelt auch noch. Von oben und unten, das war... Ach ja. So, 35 sind wir schon. Zurück auf Fahrt. Ja, viele Sounds gibt es bei dieser Lok, wie schon erwähnt, nicht. Weil RSSO gibt es sich da eher wenig Mühe. Aber die Lüfter, wie sie angehen und wieder ausgehen, wenn man die AFB beendet, also ausmacht, das ist einfach göttlich. Willkommen in Maribor. Hier wartet schon ein Zug, aber nicht auf uns. Ach, das ist der, der uns überholt hat. Natürlich. Weiß ich ja. Hab das Szenario gemacht. Aber finde ich auch interessant, dass es hier durch den ganzen Bahnhof 35 km/h gibt. Das ist echt langsam. Achso, das war die Lok, okay. Ich habe schon geguckt, habe ich da noch irgendwo eine abgestellt? Das ist der Vorteil daran. Es ist so, als würde man ein Szenario fahren, welches man nie gefahren ist. Das ist, ja, ganz nett. Ja, heute nehme ich natürlich am Dienstag auf. Gestern habe ich die zwei Folgen aufgenommen. Und eine direkt veröffentlicht. Und ja... gestern war ich ziemlich müde. Heute ist es nicht anders. Leider. Ich habe nur 6 Stunden geschlafen. Es ist in letzter Zeit echt so, seitdem ich den neuen Job habe. Da komme ich einfach kaum zum Schlaf. Und jetzt besonders in der... Hallo! Jetzt besonders in der... hier in der... sag schnell. In der Osterzeit haben wir sehr viel Stress. Da haben wir sehr viel Stress und deswegen müssen wir extra Stunden schieben. Das ist dann nochmal anstrengender. Dadurch bleibt weniger Zeit für die Freizeit und dementsprechend auch weniger Zeit für den Schlaf. Aber naja, was willst du machen? Ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Jeden Tag ein neues Video für euch. Ich hoffe, es freut euch genauso wie mich. Ich muss mir noch Far Cry zulegen. Ich habe mich entschieden, dass wir das nächste große Let's Play hier sein. Auf diesem Channel. Ich will da einfach wieder reinkommen. Weil es halt auch Spaß macht. So, ab wo ist jetzt 80er? Ich sehe nichts, weder links noch rechts. Ich würde sagen, wir machen es pipapo. Irgendwo nach dem Bahnsteig da. Hier ist noch eine Haltestelle. Maribor. Was war das? Kosaki oder so. Dort kann man aber nicht halten. Ich bin dort mit dem D-Zero gefahren, also mit der ÖBB 5022. Aber dort kann man die Türen nicht aufmachen. Ein kaputter Bahnsteig quasi. Fand ich doof. So, ich würde sagen, jetzt irgendwie beschleunigen wir auf 80. Das wird schon so passen. Zumal wir eh nur sehr langsam beschleunigen können, wenn wir nicht die Räder durchdrehen wollen. Weil hier ist die Steigung ziemlich krass. Ziemlich stark. Oh, das sieht schön aus. Dass dieses Szenario auch etwas älter ist, sieht man auch daran, dass hier noch die DTG-Güterwagen verbaut wurden, anstatt den aus dem KI-Verkehrspack von 3D-Zug. Weil seitdem ich das habe, benutze ich nur noch das. Es frisst einfach so wenig RAM und man hat so viel Auswahl dabei. Einiges fehlt mir da, aber naja. Man kann halt nicht alles haben. Schön wäre es, wenn alles in einem Pack wäre. Da hätte ich dann auch 10 Euro draufgelegt. Aber ja gut. So, ich glaube, das ist der einzige Tunnel auf dieser Strecke, dem wir begegnen werden. Sicher bin ich mir aber nicht. Ach ja, das Horn gibt es in Tief und Hoch.
und beide gleichzeitig. So, die Beschleunigung ist, wie schon gesagt, nicht so pralle, aber gleich sind wir auf 80. Ja, ein Video zu diesem Szenario habe ich sogar schon mal gemacht. Es ist auch gar nicht so lange her, ich glaube 2 oder 3 Monate. Nur damals habe ich es nicht veröffentlicht, weil es nicht so gut geworden ist. Ich war da echt demotiviert. Und das hat mich persönlich sehr gestört. Und außerdem habe ich da über Themen gesprochen, die ein paar Wochen später schon nicht mehr aktuell waren. Also habe ich das dann doch gelassen. Aber da sieht man, wie viel Train Simulator ich fahre, dass ich mich so gar nicht mehr an dieses Szenario erinnern kann. Das ist eine schöne Aussicht. Mit den Hügeln da hinten, mit den Dörfern hier und da. Das ist schön. Aber mit den freien Flächen zwischendrin. Es ist nicht alles begrünt, sondern halt so wie in echt. Das sieht, hey, naja, es ist einfach cool. Sagen wir mal, so einfach. Es sieht echt ganz schön chillig aus. Ach ja, die Lok mag ich ganz gern. Die Sounds sind zwar nicht die besten, und wenn man das Fenster aufmacht, verändern sich diese auch nicht. Aber die Lok ist trotzdem ganz schön nett. Ach ja, man kann das Roller runter machen. Und hoch machen. Wenn man das zu weit runter macht, dann sieht die Lok von außen so aus, als wäre die gelangweilt. Schon wieder fahren. Nee, sowas machen wir nicht. Rollos finde ich sowieso im Train Simulator total unnötig. In OMSI machen sie ja noch Sinn, weil sie die Sonne tatsächlich abhalten. Hier im Train Simulator, höchstens verändert es. Es verändern sich höchstens die Schatten hier. Aber das war's auch schon. So, willkommen in Pesnica. Hier war ich noch nie. Naja, wieso sollte man auch, ne? In so ein kleines Kuhdorf reisen. Irgendwo hinter den Grenzen. Es ergibt gar keinen Sinn. Aber ich war schon mal in Slowenien. Schon ein paar Mal sogar, ja. Zuletzt vor 2 Wochen? Oder vor einer Woche? Nee, vor 2 Wochen. Als ich meinen Lohn bekommen habe. Da konnte ich es mir endlich mal leisten, irgendwo hinzureisen. Ja. Was diese Poller hier bedeuten, was die zwischendurch hier stehen, und dieses umgedrehte L, was es in 2 Farben gibt, das weiß ich leider nicht. RSSRO erklärt das auch nicht in ihrem Handbuch. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich sowas wie bei uns die Schneekreuze sein. Einfach nur just for the lols. Ich frage mich, ob diesen Winter, wo wirklich viel Schnee war, bei uns auch Schneepflüge unterwegs waren. Habe ich natürlich nie gesehen, weil die Eisenbahn verläuft nicht an meinem Zuhause entlang und auch nicht irgendwo in der Nähe, wo ich arbeite. Also ich sehe in der Realität keinen Zug. Aber es würde mich mal interessieren, ob hier Schneepflüge gefahren sind. Weil dann würde das Schneekreuze aufstellen, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben, dann tatsächlich Sinn machen. Weil damals erschien es mir recht sinnfrei. Weil im Winter hatten wir vielleicht 1 bis 2 Mal maximal ein paar Zentimeter Schnee, aber das hat auch nicht so ausgereicht für einen Schneepflug. Das macht der Zug selbst weg. Ich glaube, jeder Zug hat so einen kleinen Schneepflug vorne, der bis zu, weiß ich nicht, bis zu 15 cm selbst wegmachen kann. Darüber hinaus muss dann der eigene Schneepflug kommen. Korrigiert mich, wenn ich irre, aber ich denke, so irgendwie war das. Boah, meine Stimme überschlägt sich ständig vor lauter Müdigkeit. Ja. Naja, hier an der Seite kann man auch die Rollos runterlassen. Diese haben keinen Sound, weil sie nicht elektrisch sind.
Das finde ich geil, wie das sogar so einhängt. Da wurde sich echt die Mühe gegeben, so eine Animation zu machen. Für etwas, was die meisten Leute wahrscheinlich sogar übersehen. Oh, ich sehe da einen Polygonfehler. Wie heißt das? Was gesehen wurde, kann man nicht wieder nicht sehen. Das ist jetzt doof. Das habe ich jetzt live zum ersten Mal gesehen. Was ist hier? Weiß ich nicht. Ach ja, auf Slowenisch heißt ist Begrüßung Dobrodošli oder so, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest hat mich die Kassiererin letztens so begrüßt. Aber vielleicht hat sie mich beleidigt. Oder meine Familie. Man weiß, Moment. Habe ich das richtig gesehen, dass die Autos auf der linken Straßenseite standen? Bitte nicht. Slowenien ist nicht gleich England. Also, bitte nicht. Was sind diese Poller? Heißt das, man soll hier hupen? Wenn ja, dann was heißen die blau-weißen Poller? Das würde ich echt zu gerne sehen. Wissen. Naja. Was auch noch so ein bisschen anderes Gefühl macht bei dieser Strecke, sind die natürlich die Masten. Die Fahrleitungsmasten, die ein bisschen anders sind als bei uns. Also ein bisschen. Das Material ist komplett anders. Und so weiter. Aber auch die Signale. Und natürlich der Schotter. Ich weiß aber gar nicht, ob es in Slowenien wirklich so anders aussieht. Müsste ich mir eigentlich ansehen. Wobei habe ich mir eigentlich sogar angesehen. Vor 2 Jahren oder so. Ne, letztes Jahr. Es war auf jeden Fall hell. Viele wissen nicht, dass dieser Teil von Slowenien noch zu Österreich gehört hat. Früher. Sehr viel früher, vor dem Ersten Weltkrieg. Nachdem Österreich den Ersten Weltkrieg verloren hat, mussten die Teile von sich abgeben. Dazu gehörte auch Ungarn, Teil von Italien, ich glaube Tschechoslowakei, wenn mich nicht alles täuscht. Also da war schon einiges, was weggefallen ist. Und auf jeden Fall auch dieser Teil hier. Also technisch fahren wir hier noch auf österreichischem Boden, aber praktisch nicht mehr. Ein Stück Geschichte für euch. Stört ja nicht. Den Abschnitt finde ich schön. Habe ich das schon gesagt? Es fühlt sich einfach so fresh an. Irgendwie. Weiß ich nicht. Was steht denn da? Sind wir hier schon in Schentil? Weil in Schentil war ich sogar schon mal. Da habe ich auch Fotos gemacht. Da stand ich hier. Hier gibt es in der Realität keinen Zaun. Hier stand ich. Hab Fotos gemacht. Leider fährt dort nicht so oft ein Zug entlang. Dieses Gebäude sieht genauso aus. Und dieser Bahnsteig. Also leider fährt dort nicht so oft ein Zug. So, und wo war ich da? Ich glaube, hier hinten müsste hier irgendwo eine Tankstelle sein. Und hier das Einkaufszentrum, wo ich einkaufen war. Ja, das müsste sein. Die Straße geht hier hoch und da hinten gibt es eine Anbindung an die Autobahn, die hier untertunnelt wird. Egal. Hier ist schon wieder dieses L, nur diesmal in Rot. Und dann kommt es wieder in Weiß. Was zum Teufel? Was signalisiert es? Was will es uns sagen? Naja, auf jeden Fall die Landstraße, an der ich entlang gefahren bin, die führt hier entlang. Das ist eine vierspurige, naja, Landstraße ist das nicht, mit Begrenzung 40, aber eine vierspurige Straße auf jeden Fall. Die führt dann kurz darauf zu einem Checkpoint, also ne, zu einem Grenzübergang, der immer noch besetzt ist, was ich seltsam fand, war nur von der österreichischen Seite. Den Slowenien ist egal, wer sie besuchen kommt, aber die Österreicher, die überprüfen teilweise noch.
Aber hier müsste der Checkpoint sein. Irgendwo. Wahrscheinlich hier schon. Die Bäume sind im Weg. Ja, hier müsste es sein. Ist natürlich nicht realitätsgetreu. So, hier fängt Österreich an. Und sofort sehen wir, wie weit wir abbremsen müssen. Auf 40 runter. Hm. Da muss ich ein bisschen Bremse anlegen. Und natürlich PZB aktivieren. Muss ich auf jeden Fall unter 70 kommen. Innerhalb von 30 Sekunden. Oder so. Da war die 70, sehr gut. Jetzt ist hier noch immer noch 3 km/h. Aber halt auf österreichischem Boden. So, ab hier 70. Ja, das interessiert uns hier relativ wenig im Moment. Fernlicht ausmachen, wenn wir in den Bahnhof einfahren. Wir haben Rot, also halt erwarten. Dann werden wir halt erwarten. Nee. Jetzt kann ich die Bremsen langsam lösen. Und lassen den Zug so ein bisschen ranrollen. Die Einfahrt war zwar mit 40, aber 45 ist auch okay. Hier ist das Signal, Stromabnehmer heben, senken, erwarten. Also vorbereiten. Deswegen machen wir das auch, sobald wir auf 40 sind. So. Dann kommt jetzt langsam der Systemwechsel. Zunächst einmal der Hauptschalter. Da gehen auch direkt die Lüfter mit aus. Dann können wir direkt den Stromabnehmer sehen. So, dann haben wir schon mal vorgesorgt, dass wir den Bahnhof nicht irgendwie zerstören. So, ab hier dürfen wir auf 15 kV wechseln. Finde ich interessant, dass es dort kein Signal gibt. Das ist aber auch tatsächlich so. Ich war da extra auf dem Weg nach Slowenien gucken und dort gibt es in... Also, in die Ausfahrt gibt es da tatsächlich kein Signal. So. System auf ÖPW gewechselt. Stromabnehmer hoch. Wie ihr seht, wie sie sehen, sehen sie nichts. Was ist das für ein... Sehr, sehr, sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall. Hauptschalter an. Und wir können weiterfahren. Das Signal war auf grün. Das heißt, wir können mit 70 fahren. Dazu beschleunige ich, also dann nehme ich 65% Beschleunigung. Wird schon passen. Und so macht man im Groben einen Systemwechsel mit dieser Lok. Einfach, oder? Jetzt ist auch der andere Stromabnehmer gehoben. Hier ist 90. Ja, Österreich ist schön in dem Sinne, dass man hier deutlich schneller fahren kann als in Slowenien. Beziehungsweise ich würde darauf geachtet, dass man wirklich das meiste daraus aus einer Situation rausholt. Hier sieht man ein Relikt aus der Vergangenheit, wo die Südbahn für zweigleisigen Ausbau vorbereitet wurde. Das wurde bis heute nicht realisiert. Nur teilweise eben. Und ja, zwischendurch stehen halt Brücken für zwei Gleise, obwohl da nur ein Gleis verläuft. Ah ja, willkommen in Österreich.
In diesem Teil war ich echt schon lange nicht mehr unterwegs. Ich kann gar nicht dazu viel sagen. Außer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erwähnt habe. Ich war ja früher bei der ÖBB als... Boah. Wie sage ich das denn jetzt? Ich war auf jeden Fall für die Wartung der Gleise zuständig. Und da waren wir halt... wir waren für den Streckenabschnitt... Also grundsätzlich waren wir für den Streckenabschnitt Mixnitz-Bärenschutzklamm bis Graz zuständig. Aber teilweise wurden wir auch der anderen, auf der Südgruppe zugeteilt, die von Graz bis Spielfeld zuständig war. Also teilweise waren wir auch hier vor allem vermessen. Ja, also einige Bahnhöfe werden mir einiges sagen. Beziehungsweise ich kenne die Strecke ganz gut, dadurch, dass wir eben jeden Tag hier unterwegs waren oder eben im Norden. Aber halt die Steiermark, dieser Teil von Steiermark. Hier waren wir beispielsweise Schottern. Ich glaube, von diesem Bahnübergang weg sind wir mit einem Zug gefahren und ja, der hat Schotter abgelassen. So, mehr oder weniger. Wir mussten den dann so gleich richten. Ist aber schon auch schon lange her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, was wir da alles gemacht haben. Ich könnte da gar nichts aufzählen. Ich habe das meiste auch schon verdrängt, weil, naja, war halt schon eine schlimme Zeit, ne? Ja, ich wollte es nur einmal sagen, damit ihr wisst, dass ich diese Strecke deutlich besser kenne als alle anderen, die ich bisher gezeigt habe. Hier kommt ein Teil dieses Industriegebietes, beziehungsweise, ja doch, da stehen halt Fabriken rum. Und dann kommt ein Zug uns entgegen. Oder was macht es da? Hallo. Was ist denn der nächste Bahnhof? Ist das schon Leibniz? Oder war da zwischendurch noch etwas? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Also wie gesagt, die Strecke kenne ich sehr gut. Aber besonders, also vor allem nur im Streckenverlauf. Nicht aber die Städte, die kommen. Ich weiß, dass jetzt das nächste eine... halt Ausweichstelle ist mit einem Bahnhof, aber ich kann nicht weit sagen, welcher. Es könnte sogar schon Leibniz sein. Und in Leibniz enden wir. Boah, ich bin echt schon müde. Nach der Aufnahme lade ich das Video hoch und ich lege mich ins Bettchen, obwohl es erst 6 nach 8 ist. Hier dürften wir 120, wenn wir ein Personenzug wären. Tja, schade. Ich glaube, eingleisige Strecken sind in Österreich grundsätzlich auf 120 begrenzt, weil hier könnte man auch schneller fahren. Beziehungsweise vielleicht nicht hier, aber in einem anderen Abschnitt, der so ähnlich aussieht. Was kommt denn jetzt? 60. Die E-Bremse auf 100%, die Luft auf ein Bar, irgendwie wird das schon klappen. Und wenn nicht, dann kriegen wir halt eine Notbremsung rein, ne? Das passt schon so. Oh. Da war ich gerade 1 km/h drüber noch. Über die 70 habe ich leicht zu spät angefangen zu bremsen. Ärgerlich. Ja, dann warten wir noch kurz. Ach, so kurz vom Ziel, das ist immer ärgerlich. So, komm.
Dann können wir jetzt aber auch mal gucken, was die Lok wirklich drauf hat. Ich werde mit Sander anfahren. Wo ist denn der? Ich höre den, aber ich sehe den nicht. Ach, hier unten. Den kann man so nicht drücken. Doch, der wird noch nicht gehighlightet. Interessant. Alles andere hat diese Hand, nur dieser Knopf hier nicht. Aber man kann trotzdem drauf drücken. Naja, egal. So, dann halte ich das mal fest. Mal sehen, wie stark wir beschleunigen können. Mit einem relativ schweren Güterzug. Da rechts sind wir. Aha. Das ist der Schleifensound. Müssen wir kurz vom Gas gehen, dann kann ich wieder ein bisschen hochdrehen. War das Ankünder für 100? Und er hatte eine PZB-Beeinflussung? Aber da war kein gelber Zehner vorher dran. Hä? Was passiert eigentlich, wenn man den so lässt? Im Radschlupf. Müsste doch Radschlupf sein, oder? Ja. Egal. Ja, wir fahren jetzt hier rein. Sehr eigenartige Weiche. Was zum Teufel? Fernlicht habe ich immer noch an. Ja. Ich mag jetzt nicht, dass RLSSLO keinen Schalter, also keine Zuweisung für den Schalter hat. Sonst hat alles eine Zuweisung. Selbst das Rollo. Aber das Fernlicht, nö. Da braucht man keine Zuweisung. Das macht man hier, indem man hier unten auf den Tisch schaut. Ich könnte es noch verzeihen, wenn das hier irgendwo wäre. Ja, das hat man halt im Blickfeld. Das ist schon okay so. Aber nicht, wenn man nach unten glotzen muss. Dafür. Naja. Ich bin jetzt nur noch am Meckern. Ich werde wie ein alter Opa, wenn ich alt werde. Wenn ich müde werde. Und wer weiß, vielleicht fängt morgen schon das Far Cry Let's Play an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber leider. Ich muss schauen, wie sich das finanziell ausgeht. Bis zum Ende des Monats ist ja noch ein bisschen. Also für mich jetzt, weil ich bekomme ja erst am 15. Geld. Das sind noch gute 3 Wochen. Da muss ich gucken, wie sich das finanziell ausgeht. Ich musste gestern auch noch tanken. Das war echt ärgerlich. Tap, 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 tap. Wieso ist der grün? Kriegen wir eine Überholung? Ich vertraue nicht drauf. So, ganz langsam fahren wir in den Bahnhof rein, weil wir ja stehen bleiben mussten wegen eines technischen Defekts. Das war sicher ein defekter PCB-Magnet. Ich muss es an RSSL melden. So, leider gibt es keine 100% E-Bremse, nur 99. Wahrscheinlich, weil die erste Stelle mit dem Minus belegt ist. So, da sieht man, wie schwer der Zug ist. Der braucht einfach ewig lang zum Stehen bleiben. So, dann können wir die Bremse wieder zurücksetzen. Und die AFB ausschalten. Ach ja. Schön, wie der Sound so ist. Was ich noch liebe, wenn man den Hauptschalter ausmacht, dieser Sound, der danach kommt. Also nicht der Sound, sondern der, wenn man den Stromabnehmer senkt.
Ich verstehe es zwar nicht wieso, aber da gehen die Lüfter einfach kurz an und wieder aus. Naja, das war's von mir für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, wir sehen uns dann morgen entweder bei einem neuen Let's Play oder bei einer neuen Folge. Bis dann, macht es gut, tschüss.